zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Ich habe einen man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt. Aye, aye, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten? Einen Motorrad? Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Wir müssen nur da hochklettern. Jetzt hier lang. Das Glück lächelt uns zu. Niemand scheint hier zu sein. Schöner Ausblick auf die Stadt. Wenn? Wenn er denn schön wird. Hast du Night City so sehr? Vielleicht habe ich nur Heimweh, wie ihr sagt. Weiter. Du suchst nach Schwachstellen, während ich mir eine Ablenkung ausdenke. Arasaka darf unsere Absichten nicht erfahren. Sabotage wäre genau das Richtige für eine Ablenkung. Links solltest du die beste Aussicht haben. Ich versuche es hier. Das alte Ding wird schon noch funktionieren. Wir anfangen? Könntest du uns noch eine Pizza holen? Essen zum Mitnehmen? Puh, auf keinen Fall. Hätte ich genug Zeit und alle Zutaten, würde ich Onigiri mit Dorsch oder Lachs zubereiten. Nein, noch besser. Mit Umeboshi-Pflaumen. Arasaka-samas Leibspeise. Einfach und lecker. Und weißt du, was ich ihm mal kauen gesehen habe? Voller Stolz. Einen Proteinriegel. Saburo Arasaka und ein Proteinriegel? Laber nicht. Wie ein wahrer Soldat. Aber genug, sonst bekommen wir noch Hunger. Kann losgehen. Antenne. Das Sicherheitszentrum müsste dort drin sein. An der Wand. Siehst du ihn? Ein gutes Podest. Fußgängerbrücke, allerdings bewacht. Nur eine Option, wenn wir keinen anderen Weg finden. Ein Betriebstunnel, dort an der Straße. Vielleicht zu den Lagerhäusern. Nicht übel. Wir fahren ständig Laster rein. Und wir klauen einen? Tarngeschütze beim Tor. Sehr tödlich.
Das wäre der letzte Ausweg. Rohre, siehst du? Über die könnten wir hereinkommen. Ich sehe deren Kommunikation. Viele Wachen. Sicher gut für eine Ablenkung. Wir müssen auf den Mac achten. Panzertür. Fest verschlossen. Glaub, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Wir haben, was wir wollten. Also, gehen wir rein? Hast du das nicht auch vor dem Kompiki-Presser gesagt? Ich will sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Wir sollten warten und beobachten. Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, ja, dann gehen wir rein. Klingt sinnvoll. Machen wir es uns bequem. Wie? Was? Keine plötzlichen Bewegungen. Siehst du sie? Die Katze. Ja und? Ist nur eine Katze. Sie ist das erste Tier, das ich in Night City sehe, das keine Kakerlake ist. Erst verschwanden die Vögel, dann die Hunde. Die Katzen haben am längsten durchgehalten. Vielleicht ist es eine Bakineko. Eine Bakineko? Was ist das? Ein Katzengeist. Bringt Unglück. Aber er kann auch Tote ins Leben zurückholen. Chill mal. Ist nur eine Katze. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Meine Großmutter kannte viele Geschichten über Kitsune, Kappa und Bakeneko. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Ich stamme aus den Slums von Chiba 11. Einmal wollte ich unbedingt ausreißen. Schlechte Erinnerungen aus einem anderen Leben. Mir fehlen die unbeschwerten Kindertage. Als ich klein war, habe ich immer verzweifelt nach Sternen gesucht. Aber die Stadt war zu hell. Leise Schlaflieder, gesungen von den flackernden Werbungen in Shorter Hill. Ich erinnere mich an den Chemiegestank von dem Kanal, in dem wir die Wäsche gemacht haben. Konzernlaster kamen manchmal durch unseren Slum. Arasaka wählte Kinder aus, aber eben nur die sauberen. Mit Lastern, sagst du? Ja, gepanzert und bewaffnet. Chiba 11 hatte die höchste Mordrate Japans, bestimmt heute noch. Wofür brauchten die Kinder? Als Konzernsoldaten. Als sie mich auswählten, war ich überglücklich. In der Armee hatte ich alles, was mir vorher fehlte. Disziplin, regelmäßige Mahlzeiten. Und als ich Talent zeigte, sogar eine Ausbildung. Und wie ist aus dem Latrinenjungen von einst Saburo Arasakas Bodyguard geworden? Bestnoten an der Akademie. Dienst im Sonderkommando. Arasaka-samas Gespür für wahres Talent. Soll heißen, es war nicht Liebe auf den ersten Blick? Mit unvollständigem Wissen die richtigen Entscheidungen treffen. So wird man der mächtigste Mensch der Welt. Er hat die Wahl aus 100 Kandidaten. Arasaka-sama hat in jede einzelne Seele geschaut und den Besten für den Job ausgewählt. Hast getan, was du tun musstest, um zu überleben. Das klingt, als verurteilst du mich. Dazu hast du nicht das Recht. Im Gegensatz zu dir und Mr. Wells war ich nicht so arrogant, den leichten Weg zu nehmen.
Du hast also keinen Dreck am Stecken? Jeder hat das. Wichtig ist nur, woher der Dreck kommt. Dann spuck's aus. Woher ist deiner? Arasaka gab mir, was niemand sonst konnte. Werte, für die es sich zu leben lohnte. Nichts ist wichtiger. Du machst dir die Hände für Geld schmutzig, ich für Prinzipien. Das Leben als Konzernsklave ist nicht gerade jedermanns Traum. Ah, natürlich. Denn Diebstahl ist so viel ehrenhafter. Wenigstens ruiniere ich nicht diesen Planeten und seine Menschen für ein paar Profite. Konzerne brauchen Kapital und Ressourcen, um Ordnung zu halten. Wer soll sonst führen? Korrupte Regierungen? Die Massen, die an ihren Federn hängen? Zyniker, Nihilisten, wie du? Ach komm, nicht jeder will die Welt verändern. Das stimmt leider. Hey, ich war auch mal bei Arasaka. Ich weiß, wie die arbeiten. Rosig ist anders. Aber jetzt gehöre ich keinem mehr. Bin frei. Solltest du auch mal versuchen. Manchmal wäre ich gern Nomade. Weit weg von dieser Welt. Alle Sorgen vergessen. Nomaden sind keine einsamen Wölfe mit Egos. Blut oder nicht. Familie ist das Wichtigste. Ja, aber wir sollten nicht wegen Details streiten. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Damals im Kompeki haben wir beide jemand Wichtigen verloren. Wir haben unseren Frieden noch nicht gemacht. Also suchen wir den Konflikt. Du hast keine Ahnung, was ich fühle. Es ist die Pflicht der Lebenden, für die Toten zu büßen. Ich bin sicher, Hanako-sama wird uns helfen. Oder sie lässt uns endgültig kalt machen. Die Bakeneko langweilte sich wohl. Sie wird ihren Weg finden. So wie wir. Zeit, etwas zu unternehmen, oder? Oh, fuck, es wird schlimmer. Siehst besser aus. Bleibe in Verbindung. Die Ablenkung. Darum kümmere ich mich.
bin drin. Gut. Versuch, ins Lagerhaus zu gelangen. Ich lenke sie von dir ab. Draußen bist du nichts als ein leichtes Ziel. Ah, sogar ich kann dich sehen. Du hattest recht. Zugangspunkt zum Sicherheitssystem. Sehr gut. Auch ich mache Fortschritte. Kommst du raus oder muss ich die Security rauszerren? Wir finden dich. So oder so.
keine Frage mehr sein. Wir finden dich. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir finden dich, so oder so. Bin im Tunnel. Scheiß eng hier. Und der Gestank ist richtig übel. Frische Luft bekommst du, sobald du bei den Lagerhäusern bist. Steuerung ist innen. Tack könnte ein einfaches Terminal sein.
Alles klar. Gut, ich gehe zum Kontrollraum. Sorge für ein wildes Durcheinander. Also gut, ich bin soweit. Wenn du fertig bist, infiziere ich das System. Größten Festwagen. Die Steuerung ist innen. Tech könnte ein einfaches Terminal sein. Alles klar. Wie läuft's bei dir? Gut, ich gehe zum Kontrollraum. Sorge für ein wildes Durch. Also gut, ich bin so. Weit. Wenn du fertig bist. Ich das System. Thank you.
gehe nachsehen. Du hast eine Chance.
neu formieren! Funktioniert. Sehr gute Arbeit, W. Okay, was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück. Üben uns in Geduld. Ich melde mich vor der Parade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von Ärger fern. Als hätte ich nicht schon genug.